Oh Mann, okay, erstmal ab nach Hause, so Lächeln wird langsam müde. Mal Papa, vielleicht mal. Oh nee, bitte nicht. Florian, nicht, das Auto ist gerade nicht angesprungen, bitte. Guten Tag, begrüßt. Wir sind auf dem Sprung. Ich habe hier schon Bibiletto ihren Anzug in der Hand. Wir wollen los. Flo muss seine Schuhe umtauschen, die ich ihm zum Geburtstag geschenkt habe. Die sind eine Nummer zu groß. Die gab es aber auch keine Nummer kleiner. Also dachte ich, wird schon irgendwie passen. Habe ich mich getäuscht. Dann muss ich, wo muss ich noch hin? Zu Taco. Weil die haben da so coole Familien-T-Shirts. Wenn ich welche da finde, zeige ich es euch natürlich. Und wir müssen eigentlich noch kurz zum Action oder sowas, ne? Wir brauchen ein doppelseitiges Klebeband. Ja, weil ich jetzt runtergerutscht bin von der Treppe. Genau. Der Teppich locker. Genau, so. Der Teppich war locker. Und natürlich, wir haben hohen Besuch. Wir haben hohen Besuch, genau. Ich streiche schon über beide Backen. Denn Mani ist zurück vom verlängerten Mama-Wochenende. Und Mani hat Johnny mitgebracht, das allererste Mal zu Besuch. Wie lange war er jetzt bei Mama? Ich weiß das gar nicht mehr. Die Zeit war gegen. Wochen, glaube ich schon. Ungefähr, ja. Wir haben ihn erstmal sich da eingewöhnen lassen. Und, warte, ich mal ein Piercing hier richten. Und jetzt ist er da. Ich habe mich total gefreut. Mal gucken, wie es wird. Ist natürlich für ihn auch jetzt schwierig wieder, ne? Andere Familie, andere Geschwister. Andere Regeln. Andere Regeln und so weiter. Aber wir sind, wie sagt man denn? Guter Dinge. Guter Dinge, positiv gestimmt. Jetzt gehen wir aber erstmal los, oder? Einmal anziehen, dauert ja auch nur eine halbe Stunde mit 7 Kindern. Attacke! Und das hier wird jetzt irgendwie zur Normalität. Auf einmal hat Bibiletto das Laufen für sich entdeckt. Bis vor ein paar Tagen haben wir sie immer nur so hin und her laufen lassen zwischen mir und Flo und sie fand das ja in Ordnung. Was macht denn die hier drin? Die gehört nach draußen. Die ist rotze dreckig. Ja, und jetzt steht sie einfach immer von alleine auf und läuft einfach. Guckt. Zack. Und los geht's. Das ist süß. Wir waren gestern gelaufen. Da kommt sie. Ich habe ihr ihren Anzug gezeigt, da freut sie sich. Yay, anziehen. Die Mäuse, die sprechen jetzt hier darüber, wie viel wir bezahlen das Eis. Sie wollen sich von dem ersparten Geld, was wir haben, Eis kaufen. Dabei bezahlen wir das doch. Von wem gespannt? Von wo hast du denn das? Oh, Sarino ist reich. Ich hat auch Geld. Violetta ist heute so ganz flott unterwegs hier. So, Lächeln hat das erste Mal ihre bemalten Schuhe an, natürlich nur im Buggy, ne? Also wir haben sie auch schon mal in der Wohnung damit laufen lassen, wie ein kleiner Storch. Ist natürlich für so ganz kleine Babyfüße noch nichts, dessen sind die auch noch ein bisschen groß. Natürlich kriegt sie erst Lauflernschuhe, aber ich dachte, das passt halt so süß im Outfit. Wenn sie da sowieso nur drin sitzt, dann ist das in Ordnung. Jemaini, Jemaini, hast du deine Schwester vermisst? So, auf Skyly warten wir eigentlich immer, denn entweder passt die Socke nicht, die Schuhe sind verbummelt, die Jacke liegt sonst wo oder es klemmt sonst was. Ist jetzt alles gut, Skyly? Können wir los? Ja. Gut. Alle wieder komplett. Außer Sera, die wollte nicht mitkommen. Ja, der Teenager hat schon andere Interessen. Total schönes Gefühl, dass wir alle wieder da sind. Ja. Wir laufen jetzt Richtung Einkaufspassage. Einkaufspassage. Was für ein Wort. Und Flo, hast du die Schuhe? Ja, ja. Schuhe. Ob du von hinten gut aussiehst. Warte, ich schwenk mal die Kamera. Ja, ich würde sagen, auch von hinten siehst du wunderbar aus. Bisschen mentet. Warum fragst du das? Ne? Nee, warum denn? Doch, weil ganz schön viel ist schon. Ja, vielleicht minimal. Wenn ich einen Mundschutz auf habe, dann ist es immer so voll komisch. Finde ich wunderschön. Dankeschön. Musst du ja auch sagen. Nö, muss ich gar nicht. Ja, und wir laufen jetzt, wie gesagt, nach vorne. Und müssen ins Action. Müssen zu Deichmann. Und ich würde gerne noch kurz zu Taco reingehen. Wir machen das so, dass immer der andere mit den Kindern draußen bleibt. Einfach. Zur Sicherheit, das ist einfach besser. Shaniga fährt da vorne wieder Slalom. Ich will immer Bibiletto tragen, ich finde den Buggy so toll. Schaut mal, Nika und ich waren heute früh beim Arzt. Ich finde, sie hat sich total stylisch angezogen. Ihre hohen Sneakers, dann die enge Jeans, der Hoodie.
Sieht irgendwie aus wie ich in klein. Bloß mit Locken. Voll cool. Da sind die Jungs wieder vereint. Sehr gut. Was ist da was los? Na, Vera, haben wir jetzt Taco reingeschickt. Jetzt warten wir hier und weitergehen können. Und dann können wir uns lecker Eis holen. So, ich war jetzt im Taco. So süß, die Verkäuferin. Da sagt sie zu mir, weil ich was gesucht habe. Solche T-Shirts. Die sind aber erst ab morgen. Ich dachte, die sind ab letzte Woche Donnerstag. Aber nun gut. Und dann sagte sie zu mir, also, eigentlich sind die ab morgen. Ich habe aber um 15 Uhr Feierabend. Ich denke mir dann so, okay, was will sie? Und dann sagt sie so, ja, um 15 Uhr Feierabend. Und dann, ja, bevor ich gehe, werden die Sachen hier hängen. Das haben sie aber nicht von mir. Sehr süß. Also werde ich schauen, dass ich heute Nachmittag vielleicht nochmal herfahre. Wie spät ist es überhaupt? Ist es nicht bald? Eine Stunde noch. Eine Stunde noch. Dann gehen wir jetzt erstmal eine Stunde Eis essen. Nein, wir laufen jetzt Richtung Deichmann und Richtung Action. So, ich bin jetzt bei Action raus. Schatz, ich wollte die Tüte mal zeigen. Halt mal auf. Ich habe all das, was ich kaufen wollte, nicht bekommen, aber dafür andere Sachen. Ich glaube, ich habe ein bisschen Nachschub gekauft, was so Bastelsachen betrifft, beziehungsweise eigentlich eher so Stifte, solche, wie nennt sich das? Na? Wie nennt sich das? Sarino, wie nennt sich das hier? Stempel, Stempel, Bleistifte, Tintenkiller, Frisbees habe ich noch mitgenommen für den Garten, Glitzer, Radiergummi, ja, sowas halt. Achso, und für die Mäuse hier, jeder so ein saures Spray, lecker! Die Mäuse holen sich jetzt hier Flummis. Ich habe gerade extra Geld gewechselt, damit wir 1-2 Euro haben. Das? Wow, ist geil, deiner ist ja hübsch. Rino hat einen grün, Nika hat einen lilanen. Jetzt ist Manny dran. Der lila habe ich. Eis haben wir übrigens auch schon geholt. Weiß ich gar nicht, ob ich das schon erzählt habe. Super, Nika. Manny hat einen. Ein orange oder rot. Wow. Und jetzt Jordi. Ist gut, Bibilett. Wir fahren gleich weiter. Weiter. Ja! Zeig mal. Wow. Die Kinder sind jetzt hier am Hochkrabbeln. Wenn sie oben angekommen sind, dann kann halt einer mit den Flügeln wackeln. Wir sind gespannt. Rino, kannst kaum abwarten, die Flügel zu wackeln. Nika, schön hinsetzen! So, jetzt fliegt der Vogel davon. Nika ist gerade drin. Hui. Die anderen haben sich übrigens nicht reingetraut, nur Nika. Die sagt, das sind alles hier Schüsser. Manny hängt sich da unten übrigens ran. Guckt. Die anderen sind schon wieder da nach hinten gelaufen. Da ist so ein Drehding. Und da ist auch noch so ein kleines Kletterei. Das ist hier halt so ein... Das ist hier halt so ein kleiner Spielplatz neben der Einkaufspassage bei uns. Da ich immer noch warten muss, wegen 15 Uhr, wegen den T-Shirts bei Taco. Ich hoffe auch, die gefallen mir dann, ne? Natürlich ärgerlich, wenn ich jetzt die ganze Zeit warte. Und dann gefallen die mir überhaupt gar nicht. Schatzili? Schatzili kommt mit dem Baby daher. Ist hier eigentlich eher so ein Park für Jugendliche, ehrlich gesagt. Aber die sind ja aktuell auch ausgestorben. Da ist er. Da ist er. Für uns, ja. Übrigens, damals haben wir gesetzt, wir wollen uns mal hier hinsetzen zu den Jugendlichen. Ja, aber wir haben dann überlegt, ich glaube, die werden uns nicht mehr annehmen. Ich glaube, wir fallen schon aus dem Raster. Ja, zu alt. Sind zu alt. Aber egal, wir waren übrigens eben noch, beziehungsweise Flo war eben noch beim Woolworth, als ich mit den Kindern diese Kaugummis, wollte ich gerade sagen, diese Flummis da gezogen habe. Und er sollte was holen? Klebeband? Doppelseitiges Klebeband, weil ich bei Action nicht bekommen habe. Und ein Trinkpäckchen. Der kam raus mit einer rosa Kiste. Warte, ich zeig's euch. Mit einer rosa Kiste und Kratzeis und Superkleber. Ja, und meinem Trinken, aber ohne doppelseitiges Klebeband. Hier sind die Mäuse jetzt am Drehen. Hui! Okay, jeder wechselt hier jetzt gerade nochmal die Position und dann geht's los. Ich bin aufgeregt. Manny tanzt hier, sehr schön. Nika immer noch am Rumklettern. Und los geht's, Maria. Mach an, Schuh, was tust du denn da? Er steigt aus. Was ist? Jetzt geht's los. Lass schön und. Freuen Sie sich.
Spiletto guckt dir übrigens auch zu. Er hat übrigens sich neue Schuhe ausgesucht, haben wir noch gar nicht erzählt. Schaut euch mal die Tatsache an. Nur nochmal kleiner und in Rot. Finde ich schick. Das Ding kann auch bremsen, deswegen ist es gerade so laut. Weg sind sie, die Kinder. Ah, oh, Jermaine macht da hinten Sport, siehst du es? Hey, nee, es ist John. Achso, nein, hier vorne rechts. Da ist Jermaine, da, da ist John, die machen beide Sport, ja. Sport ist gut. Ihr werdet aber jetzt auch sich ein bisschen frei bewegen. Aber ich muss mal gucken, sie hat noch ihre Schuhe an. Eigentlich ist sie immer barfuß, aber das ist ja halt so ein Park, ne? Ich will sie hier nicht unbedingt barfuß laufen lassen, beziehungsweise auf Strumpfhose. Und wir ruhen uns jetzt auch aus. Und genau. Ich habe schon wieder meine, ich glaube, ich meine dritte Sonnenbrille, die ich verbummelt habe. Man kommt nervt. Verbummelt einfach alles. Ja. So, jetzt müssen wir noch warten, 20 Minuten, bis es 15 Uhr ist. Ja, ich will diese T-Shirt eigentlich nur haben, weil da sind so Sprüche drauf, ich glaube so. Was stand denn überhaupt drauf? Weiß ich nicht. Gut, ne? Schön. Best Daddy, glaube ich, und was mit Mom. Also so T-Shirts für, kannst du ein Stück noch, danke. So T-Shirts für, was Kinder anziehen können und Mama so im Partnerlook oder Papa anziehen kann und die Söhne im Partnerlook. Und ich dachte, damit könnten wir voll die coolen Instagram-Fotos machen. Voll cool, Alter. Weil die sind halt auch nicht so teuer. Sonst gibt es ja immer so T-Shirts und voll teuer. Das sehe ich gar nicht ein. Deswegen wollte ich mir die mal angucken. Ja, das sehen wir gar nicht ein. Weil außerdem finde ich das auch voll schön, wenn wir einen Ausflug machen. Wenn wir dann wieder Ausflüge machen dürfen. Und wir laufen alle so im Partnerlook rum. Oder die Mädels im Partnerlook und die Jungs. Hatten wir doch schon mal, ne? Mit Prinz und ja, wir hatten genau so. Queen und King und dann Princess und Prince. Aber die hatten wir mal bei Wish bestellt. Und die waren zu klein, die waren viel zu dünn. Da hast du jede Speckfalte gesehen. Also das war nicht schön, aber hier werde ich mir die mal angucken, weil die kosten nicht viel, ich glaube 4-5 Euro oder so ein T-Shirt. Ich denke, das ist okay. Ja. Damit können wir leben. Genau, aber erstmal gucken, ob mir das gefällt und ob wir da auch das kriegen, was ich mir vorstelle. So, jetzt dürfen sie noch ein bisschen spielen und dann geht's zurück nach Taco. Und dann geht's nach Hause, oder? Dann geht's nach Hause, ja. Heute ist irgendwie alles ein bisschen verstrahlt. Und tschüss. Schön, ihr Fein. Alles gut? Ja. So. Ist das süß oder was? Sie läuft wie so ein kleiner Storch im Salat mit den Schuhen. Aber es ist ja, ich kann eh das hier nicht ausziehen. Hier sind überall so Glasscherben und sowas. Oder? Mandy sagt auch, wie süß. Das ist so süß. Mein Herz, Leute. Ich bin so stolz auf meinen Mann und meine Babys. Die Mäuse sind hier am Steine balancieren. Oh, Jordi bleibt zurück. Was ist da los? Mach langsam, Jordi. Kommt ihm zur Hilfe. Das sind ein paar Murmeln hier. Die sind jetzt hier am Balancieren. Da ist überall so ein bisschen Wasser drin. Und Babyletto und Flo sind hier oben. Hoppala. Ach, guck mal, sie steht da hinten alleine auf. Könnt ihr es sehen? Oh, jetzt geht's los. Ding, 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 ding. Oh Gott, das ist so süß. Als ob man das noch nie gehabt hat, ja, so ein Baby, was losläuft. Da hatte ich schon viermal. Aber das ist sowas Besonderes für mich. Mein Herz ist voller Liebe. Das ist so schön. Die Schuhe sind schon süß, ja. Habe ich, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Hat uns übrigens ein Zuschauerpärchen, glaube ich, ist es. Also es ist, glaube ich, immer ein Mann und eine Frau, die das gerade aufbauen, dieses Unternehmen, und solche Schuhe bemalen. Und ich fand das so toll. Ich habe mich tausendmal bei denen bedankt. Die anderen Kinder möchten jetzt auch so eine Schuhe, deswegen muss ich jetzt schauen, wo ich günstige, im besten Falle Nike oder Adidas Schuhe herkriege, weil die am besten zum Bemalen sind wohl. Und dann lassen wir die anderen Kinderschuhe auch bemalen. Ja, die haben sich so gefreut, dass wir die dann halt verlinkt haben und so weiter und so ein bisschen, ja, der Firma so ein bisschen Gesicht verliehen haben. Toll! Weil aller Anfang ist natürlich schwer, auch bei uns war der Anfang total schwer. Und es ist auch jetzt noch schwer, also wenn man das mit den großen Influencern oder YouTuber vergleicht. Das ist, da ist gar kein Herankommen, ne? 100, 200, 500.000 Abonnenten, das ist für uns so fremd. Oh, süß! Hoppala. Wir finden schon euch 16.000 total viel. Und das ist auch gut so, dass ihr alle da seid. An dieser Stelle mal einen lieben Dank. So, und jetzt wird hier weiter gelaufen.
als wäre der Papa hier einmal richtig gedreht. Hui! Ich habe ganz tolle Sachen bekommen. Ich freue mich gerade sehr. Für mich und die Mädels und für Flo, Sera und die Jungs, weil Sera mag ja nicht so rosa und so, das ist ja nicht so ihrs. Deswegen habe ich ihr das gleiche T-Shirt mitgenommen wie Flo. Und ja, ich laufe nach Hause und gebe noch was zu essen. Achso, ich habe auch noch ein T-Shirt für meine Schwiegermutter mitgenommen, weil die steht so auf Minnie Maus und Mickey Maus. Da fällt was raus. Das habe ich jetzt mitgenommen, schicke ich ihr gleich mal ein Foto, wird sie sich bestimmt freuen. So, ich habe mich mal in den Garten verzogen. Ich zeige euch mal die T-Shirts für die Jungs. Ich habe für Sera einfach auch Jungs-T-Shirts mitgenommen, weil die, ja, so rosa und so, ja, wie gesagt, nicht mag. Das ist für Flo. Sera hat dasselbe, bloß eine Nummer 2, 3, 4 Nummer kleiner. Und dann haben die drei Jungs so ein Shirt. Süß, oder? So, und dann habe ich, das ist auch noch Jungs, das dritte, genau. Und dann habe ich für die Mädels und mich, muss kurz suchen, warte kurz. Okay, okay. Das hier ist für mich Power Mom. Süß, oder? So, und jetzt kommen die Kinder. Das hier ist Shanika. Das hier ist Baby Leto. Und das hier ist Skyly. Süß, ne? So, und dann dachte ich mir, ich habe hier nämlich ein ganz mega cooles T-Shirt gefunden. Ich mag doch so eine lange T-Shirt einfach nur mit Leggings. Habe ich für mich mitgenommen. Für meine Schwiegermama. Den ganz groß. Und für Sera. Tada! Cool, oder? Achso, und dann habe ich mir noch das mitgenommen. Ist übrigens alles unbewertete Werbung. Unbezahlte Werbung. Ich teile es einfach nur mit euch, weil ich mich darüber so freue. Ich kaufe mir eigentlich eher selten Klamotten, aber in letzter Zeit habe ich irgendwie Taco für mich entdeckt. Habe ich mir das noch mitgenommen, für mich. Genau, das war mein Einkauf. So, ihr werdet bestimmt fragen, was das so gekostet hat. Deswegen gucke ich mal gerade. Die haben nur 4,99 gekostet, von 8,99 runtergesetzt, diese langen T-Shirts. Und die T-Shirts der Lodic, die nehmen wir und knabbert erstmal lautstark Chips. Die T-Shirts der Jungs haben 2,99 gekostet. Jetzt geht hier die Baustelle an, muss ich ein bisschen schreien. Und die von Sera und Flo haben 4,99 gekostet. So, und von den Mädels? Genau das gleiche, glaube ich. Die, was sagt Mama? Die Mädels 2,99 und ich auch 4,99. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, falls es euch interessiert, wie gesagt, die gibt es ab. Heute ist Mittwoch, ab morgen Donnerstag bei Taco. Finde ich total süß. Ja, jetzt habe ich euch meine Ausbeute gezeigt. Wir spielen jetzt noch ein bisschen im Garten. Wir haben übrigens gestern gemäht. Ich habe es ganz ernst genommen, so habe ich hier uns beim Mähen geguckt. Aber man kann jetzt schon wieder so ein bisschen durch den Garten gucken. Flo hat gesagt, wow, haben wir einen großen Garten. Ne? Auf einmal so viel Fläche. Das ist auf einmal so aus der Erde gesprießt. Du musst unbedingt mähen. Hier wird jetzt Frisbee gespielt. Oh. Du musst ohne werfen, Rino. Ja, sehr gut. Oh, hast du den Move gesehen? Jawohl, auf dem Kopf. Und hier kommt noch eine von Manny geflogen. Oh Gott, die werfen hier alles kreuz und quer. Oh. Übrigens, ich muss euch das kurz zeigen, weil hier gerade die Frisbee reingeflogen ist. Bitte schaut. Einfach Kirschen. Also wir wussten, dass es ein Kirschbaum ist, so meine ich das jetzt nicht. Aber jedes Jahr freue ich mich, wenn die so sprießen, ne? Das ist, der ist, nee, genau, wir haben, hier ist ein Kirschbaum. Da ist ein Kirschbaum. Dort ist ein Kirschbaum, Schatz, wo noch? Der hier. Ah, und über dem Misthaufen. Genau, und tatsächlich schmecken die Kirschen von dem Kleinen am allerbesten. Und die von unserem Misthaufen, der hängt hier so auf halb acht, der Baum. Aber der gibt so, so schöne Kirschen. Das ist unfassbar. Ja, und hier haben wir jetzt alles, wie gesagt, gemäht. Hier müssen wir nochmal so Feinheiten machen. Sieht hier aus wie Kraut und Rüben. Hier war auch alles dicht. Wir haben ja hier ja, sowas wie Kompost, sagt man nicht. Wie sagt man denn dazu? Da machen wir so Rasen und Gehaktes und so hin. Und hier haben wir quasi Kompost
Genau, da war gar kein Weg mehr. Ja, wir sind echt schlechte Gärtner, muss man wirklich so sagen. Aber wir geben uns Mühe. Bonnie ist auch mit draußen, die muss aber immer an die Leine, leider Gottes, weil sie sonst abhaut. Ich weiß auch nicht, was sie davon hat. Wir dachten mal eine Zeit lang, ja okay, vielleicht haut sie ja ab, weil sie Langeweile hat, weil sie vielleicht noch mehr Bewegung braucht. Wir suchen ja dann noch die Fehler bei uns, ist gar kein Problem, ne? Man muss sich ja selbst reflektieren. Aber ich hatte sie letztens 4 Stunden mit bei den Pferden. 4 Stunden ist sie da rumgerannt, ohne Leine. 4 Stunden, wir waren zu Hause, nicht mal 1 Stunde. Und die Kinder haben die Tür nicht abgeschlossen, darum geht's. Also sie haut halt einfach ab, wenn die Türen nicht abgeschlossen sind. Wenn sie zu ist, macht sie die halt mit der Pfote die Klinke auf und geht spazieren. Und dann erklären wir den ganzen Kindern, sie müssen immer wieder abschließen, gerade jetzt, wenn wir viel den Garten nutzen. Ja, jedenfalls ist sie dann nach diesen 4 Stunden, 1 Stunde später einfach abgehauen. Und wo geht sie denn hin? Einfach zu anderen Familien. Also zu Kinder und Eltern, die sie so trifft. Und dann freut sie sich, als ob sie keine eigene Familie hätte. Ich lache jetzt hier so, aber eigentlich ist es total unlustig, ja, weil sie einfach auch vor das Auto rennen kann oder auf die Straße rennen kann oder was auch immer. Ja, das versteht sie dann. Das ist ein Hund. Versteht sie natürlich nicht. Deswegen muss ich sie jetzt hier wirklich immer anleihen. Das Doofe ist nur, dass sie natürlich auch nicht versteht, wenn sie jetzt um den Baum rumläuft und um den nächsten Baum und vielleicht noch um die Schaukel, dass sie dann einfach nicht mehr weiterkommt, weil die ganze Leine sich verheddert. Ah, die macht uns Freude, dieser Hund. Wirklich, die ist der Knaller. Aber so ist sie jetzt wenigstens mit bei uns draußen, ne? Ob nur lieber an der Leine als gar nicht mit uns draußen. Genau, ich stelle ihr dann auch immer im Sommer so einen Pool hin. Da kann sie dann rein, das mag sie total. Und immer wenn ich den Schlauch einlege, dann versucht sie da reinzubeißen und will damit so rumrennen. Das ist total putzig. Ach, ist das süß. Jordi kümmert sich ganz süß um seine Schwester. Die haben sich auch jetzt schon länger nicht gesehen. Und Jermaine, Flo und Sarino spielen weiter Frisbee. Bonnie will auch mit Frisbee spielen, ha? Huh? Guck mal, Bonnie steht hier, die freut sich. Die will auch mit Frisbee spielen. Schreibt mal in die Kommentare, was das hier wird. Ich weiß es. Aber vielleicht könnt ihr ein bisschen raten. Genau. Freue mich. Und hier kommen Johannisbeeren, da sieht man auch schon so ganz leicht. Und hier kommen Himbeeren und Brombeeren. Die müssen wir mal ein bisschen stützen und das Braune rausschneiden. Da hinten haben wir noch Weintrauben. Was haben wir denn noch? Hier haben wir noch Pflaumen. Das ist ein Pflaumenbaum. Hier sind auch Pflaumen. Ja, genau, das ist, glaube ich, erstmal so alles, was wir haben. Aber das ist auch mehr als genug. Wir verschenken dann immer an Freunde und Familie und Nachbarn und so weiter, weil es einfach so, so viel ist. Nika fährt jetzt mit Babyletto hier. Motorrad. Hui! Oh, die Frisbee! Oh Gott. Okay, jetzt machen die 2 gegen 2. Da sind Jordi und Flo. Und hier sind Manny und Sarino. Immer über den Pool drüber. Den wir übrigens auch noch befüllen wollten im Flo seinem Urlaub. Mal sehen, ob wir das hinkriegen, wenn nicht, auf jeden Fall noch im Mai. So, wir haben jetzt alle Mittag gegessen oder Abendbrot, wie man es nimmt. Spätes Mittag. Ja, genau. So, jetzt sind wir drinnen. Jetzt wollte ich euch eine Premiere zeigen und zwar die Vero. Ja, Achtung. Die wollte ich mal was vorspielen auf ihrem Klavier. So, ich drehe euch mal rum. Warte mal. Bist du bereit? Okay. Ja, warte, ich muss auf meine Finger hier hinsetzen. Ja. Kann ich? Ja, ja. Oh, okay. Ach, ja. Ja, ja, klar. Mehr kann ich noch nicht. Bravo, bravo. Ich habe jetzt jemanden zum Stimmen rausgesucht. Den muss Flo jetzt anrufen, weil ich hasse es, Leute anzurufen. Deswegen sage ich immer, Flo, kannst du bitte anrufen? Und der muss kommen und mir das stimmt. Und ja, dann suchen wir weiterhin nach einem Klavierlehrer oder jemand, der das gut kann und bei uns ja, in der Nähe wohnt. Der dann zu mir kommt und mit mir Klavier übt und mit den Kindern bitte auch. Genau. Da sind wir jetzt am Suchen. Genau. Also, das ist ein Aufruf. Wer Klavier spielen kann und uns das lernen möchte, kann sich gerne melden. Wir würden uns freuen.
von Potsdam. Ja, rund um Potsdam. Ja, rund um Potsdam. Das wäre super. Vielen lieben Dank. Ja, das war eine Premiere. Sehr gut gemacht, mein Schatz. Willst du mal sagen, wo du jetzt hinfahren willst? Oder willst du mal zeigen, was du da gerade gemacht hast gestern? Ja, ich zeige euch mal, was ich gestern getan habe. Ja? Kleinen Moment. So, da ich ja handwerklich begabt bin, hier ist jetzt ein neues Schloss drin. Das schließt aber nicht richtig. Ja, die ganze Leiste rausgerissen. Hier war so ein Sicherheitsschloss. Und alle Schrauben sind rausgegangen, bis auf diese, die hängt immer noch drin. Ja, ja, Fuscher. Ja, und das ist das Sicherheitsschloss. Ja, das habe ich irgendwie komplett rausgerissen. Aber warum musst du sagen? Na, weil es kaputt war. Oder was? Oder was? Ja, naja, es war kaputt. Ne? Also die Tür logisch. War halt aus zu. Spaß mache ich es nicht. Die Kinder, also wir waren irgendwann draußen vor ein paar Wochen, wir haben die Tür zugemacht und sie ging jetzt nicht mehr auf. Gar nicht. Und jetzt habe ich sie gestern aufbekommen und jetzt haben wir hier versucht, dieses Schloss rauszuwechseln. Ich dachte mir, das ist voll easy. Wechselst du aus, fährst du zum Hornbach und dann ist schick, gut, aber Pustekuchen. Jetzt haben wir aber, was ist das ein? Wie nennt sich das? Eisenware, Mann. Irgendwie so. Er meinte auf jeden Fall, er hat es auf jeden Fall. Jemand, der sowas hat, in so einem Spezialladen, wollten wir jetzt fahren und uns das mal holen, weil das schließt zwar, aber es ist mir nicht sicher genug. Dann kann ich nachts nicht schlafen. Dann genau. Alle Mann anziehen. Alle Mann anziehen! Da kommt der Flo mit seiner verbogenen Stange. Und jetzt geht er da drinnen fragen nach einem neuen Teil für die Tür. Ich könnte mich schlapp lachen. Alice, würde ich jetzt Mäuschen spielen? Wie er das dem Mann da erklärt, dass diese Stange völlig verbogen ist. Ich hoffe, wir werden findet da irgendwie das gleiche Teil. Ja, weil ich kann natürlich nachts nicht ruhig schlafen, wenn diese Tür nicht richtig zugeht. Ich warte jetzt mit den Kindern im Auto. Die hört schon lächeln, ist nicht mehr so gut drauf. Geht in einer Stunde ungefähr schlafen. Das merkt man ihr dann schon immer an, dass es so Richtung Schlafenszeit geht. Da kommt er mit seiner geknickten Leiste. Immer noch. Das ist doch nichts Neues. Oh Mann. Hi. Du hast wieder den Schrott mitgebracht. Ja. Was ist da los? Der muss bestellt werden, nur so eine komische Tür da ist. Aber haben die genau das gleiche? Nee. Wie? Jetzt ist es ja passen. Wir brauchen genau das gleiche. Du hast ihn gerade. Ja. Klar. Ja, aber du bist nicht mehr ganz. Ich krieg jetzt noch drei Teile. In drei Teile, aber okay. Und ist das teuer? Oh, oh Mann, okay, erstmal ab nach Hause, so lächeln wird langsam müde. Mama, Papa, vielleicht mal. Oh nee, bitte nicht. Florian, nicht, das Auto ist gerade nicht angesprungen, bitte. Oh, okay, ab nach Hause. So, ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause. Flo hat mir das jetzt erklärt. Also, die müssen irgendwie drei Teile bestellen für die Tür. Und ob die schnell lieferbar sind oder nicht, erfahren wir anhand eines Anrufes. Ja. Sollte aber eigentlich klappen, dass die Freitag da sind. Ist ja absehbar. Von daher, ja, lasse ich mich jetzt darauf ein. Was sollen wir auch anderes machen, ne? Wir brauchen ja diese Teile, damit die Tür wieder ganz, ganz, ganz sicher ist. Also, jetzt kriegt man sie halt auch nicht auf. Aber, ja, mit so einem Sicherheitsschloss, glaube ich, drei oder viermal geriegelt ist das schon ein bisschen besser. Ja, wir sind jetzt gerade am Armbrot machen, so langsam vorbereiten. Und ich dachte mir, ich setze mich nochmal kurz hier hin und beende das Video. So ganz in Ruhe. Wenn man den Kindern, da versteht man ja manchmal gar kein Wort. Ne? Die Mäuse dürfen heute, denke ich mal, noch einen Film sehen. Morgen ist ja, also nicht morgen, sondern generell ist es ja immer noch keine Schule, außer für Sera. Hab aber gelesen, wenn ich mich nicht verlesen habe, dass bei uns so ab 25. Mai wieder die Schule losgeht. Früher als gedacht. Also als ich gedacht habe. Ich denke ja fast immer noch, dass sie bis Ende, dass sie dieses Schuljahr gar nicht mehr gehen zur Schule. Aber gut, warten wir es ab. Vielleicht gehen sie echt Ende Mai wieder. Ja. Also vielen lieben Dank, dass ihr dran geblieben seid. Ich habe in diesem Video leider keine Best-ofs mitgeschnitten. Also werden die Best-ofs diesmal ein bisschen schmaler ausfallen. Nicht, dass ihr euch wundert. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns einfach im nächsten Video. Bleibt gesund. Ich habe euch lieb. Bis dann.